wir sind drauf, ich kriege das Handzeichen, dann sage ich mal einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur Pressekonferenz nach dem Relegationshinspiel unseres Clubs gegen den FC Ingolstadt, wie es aktuell ja üblich ist und nach jedem Spiel auch der Fall war, wieder ohne die Journalisten hier direkt im Raum, sondern alles über eine Zoom-Konferenz, alle haben sich eingeschaltet und ich werde dann gleich die Fragen, die in der Chat-Funktion gestellt werden, vorlesen an die beiden Trainer. Aber zunächst möchte ich die beiden Trainer recht herzlich begrüßen, nämlich unseren Gästetrainer Thomas Oral und unseren Cheftrainer Michael Wiesinger. Und wie das sich gehört, Herr Oral, Ihr Statement zum Spiel. Ja, wir sind natürlich heute enttäuscht, weil wir sind auf einen Gegner getroffen, der uns von der ersten Minute an körperlich und fußballerisch komplett den Schneid abgekauft hat. Wir haben lange gebraucht, um die Partie zu finden, lagen dann 1-0 zurück. Haben uns dann gefangen und kriegen dann kurz vor der Halbzeit ein doofes 2-0, wo uns ein bisschen natürlich auch den Glauben dann genommen hat. Aber wir konnten dann in der Halbzeitpause nochmal das Ganze ansprechen, wie es in der letzten Saison war. Und die Mannschaft kam dann in der zweiten Halbzeit zurück, hat dann natürlich auch alles versucht nach vorne. Aber Nürnberg war heute ein Tick besser wie wir. Das war ein absolut verdienter Sieg und wir konnten leider kein Tor schießen. Aber jetzt müssen wir uns schütteln und müssen schauen, dass wir am Wochenende irgendwie in die Partie noch zurückkommen. Thomas Oral, vielen Dank. Michael, deine Analyse. Ja, von meiner Seite noch natürlich ein verdientes 2-0 von unserer Mannschaft. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Wir haben uns vorgenommen, einen Gegner auch in den ersten Minuten mal anzulaufen. War ja schon klar, dass da ein Gegner kommt, der letzten Samstag erst gespielt hat, aber die Prämisse war natürlich, selber aktiv zu sein. Das haben wir gut gemacht. Ich finde, erste Halbzeit haben wir sogar noch zu viel liegen gelassen, es war noch mehr drin. Ja, und das 1-0 war dann aber auch verdient. Ich habe in der Halbzeit dann auch gesagt, ey Jungs, klar, erstmal jetzt Prämisse Nummer 1 ist kompromisslos verteidigen, die Null muss stehen. Und das haben wir, fand ich, heute bravourös gemacht, muss man schon sagen. Ich hatte ja sehr viel Respekt, habe ich auch nach wie vor. Das ist ein Gegner, der leidenschaftlich kämpft, der Fußball spielt. Also der Trainer macht da einen guten Job. Die sind konditionell voll auf der Höhe. Also so eine Mannschaft musst du immer auf der Hut sein. Und Ingolstadt so dann vom Tor wegzuhalten, das ist schon, ja, das war schon klasse, muss ich sagen, auch von meiner Mannschaft. Ja, am Schluss hoffst du immer noch auf den einen oder anderen Konter. Da war mit Sicherheit auch was drin. Auf der anderen Seite hast du natürlich immer, wenn du Standards kriegst, ist Ingolstadt auch brandgefährlich, hoffst du natürlich dann gut wegzuverteidigen. Also von unserer Seite, der erste Satz ist jetzt mal für uns ausgegangen. Wir wissen sehr wohl, was uns jetzt am Samstag in Ingolstadt erwartet. Ja, wir werden ordentlich trainieren, ordentlich arbeiten, das richtig einordnen, demütig bleiben vor allem. Und wenn wir am Samstag die Null wegverteidigen, dann sieht es ja schon mal gut aus für uns. Danke. Michael, vielen Dank. Dann starte ich mal euer Fragenfeuerwerk hier, wie gesagt, über die Chatfunktion und mache es einfach der Reihenfolge nach. Wir fangen an mit Uli Diekmeier von der Nürnberger Zeitung. Ist dieses 2-0 schon eine kleine Vorentscheidung oder nur eine gute Basis fürs Rückspiel? Ich denke mal, die Frage ist an dich gerichtet, Michael. Naja, die Frage habe ich eigentlich schon beantwortet. Ich kann ja nicht hier sitzen und glauben, oder so naiv sein, dass ein 2-0 jetzt irgendwo eine Entscheidung herbeigeführt hat. Das ist ein kleiner Vorteil. So ein Spiel hat immer Phasen, so wird das Rückspiel auch laufen. Heute hat man ja verschiedene Momente gehabt. Dann Ingolstadt wieder aufgekommen, wir zurückgefightet, die zurückgefightet. Also nochmal, eine Basis ist da. Wenn wir vor dem Spiel gesagt hätten, gewinnen wir 2-0, hätten wahrscheinlich alle unterschrieben. Also von daher ist ein erster Schritt getan. Fadi Kablawi von den Nürnberger Nachrichten fragt ebenfalls dich, Michael. Christian Martini hat gesagt, sie hätten die Herzen der Mannschaft erreicht. Wie genau macht man das denn? Ja, darum geht es jetzt im Moment auch nicht. Ich sage es auch hier gerne nochmal, es geht um eins, es geht um den ersten FC Nürnberg. Und das steht über allem. Und dafür musste ich auch Gas geben. Thomas hat es ja gesagt, oder ich habe es ein bisschen reininterpretiert, dass ich das vielleicht gar nicht so sehr bin. Haben wir uns ja vorher kurz ausgesprochen. Aber manchmal muss man im Leben halt auch versuchen, selber emotional zu sein, vorweg zu marschieren. Und das habe ich versucht mit allem, was ich kann. Und authentisch bleiben. Im Endeffekt aber liefern müssen die Spieler am Feld. Und das haben sie heute schon mal richtig gut gemacht.
Hans Strauß von der Mainpost, auch wieder eine Frage an dich, Michael. Wann kam Ihnen die Idee zur neuen Position von Fabian Nürnberger? Naja, im Laufe der Trainingswoche. Also ich finde schon, dass der Fabi Qualität hat. Ja, ist ein Spieler, der sich gut in den Zwischenräumen bewegen kann, der natürlich auch körperlich noch wachsen muss, oder nicht von der Größe, aber in der Präsenz. Ja, der einen guten Abschluss hat mit links, lange Ecke. Wenn der Ball am linken Fuß hat, trifft er die lange Ecke. Und das sind für mich so klassische Außenspieler. Ja, wahrscheinlich, weil ich selber so einer war. Also von daher, ja, ist ein Junge, der das Herz am richtigen Fleck hat. Einer aus unserer Garde, der übers NLZ gekommen ist. Also finde ich, warum soll man so einen Jungen nicht auf einer Position laufen lassen, wo er ja, seine Fähigkeiten einsetzen kann? Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur fragt nach der Bewertung der Leistung von Fabian Nürnberger und geht ein junger Spieler unbeschwerter mit so einer Drucksituation um? Das glaube ich jetzt nicht. Also wir waren ja auch alle mal jung und auch die jungen Spieler machen sich viele Gedanken, aber sie haben vielleicht nicht so diesen Rucksack oder sind irgendwie vorbelastet, weiß ich nicht. Vielleicht auch noch eine gewisse Spielfreude mehr. Aber bei Fabi, ich finde, Fabi ist sehr reflektiert. Das ist ein Junge, der sich Gedanken macht über das, was da gerade so passiert. Also glaube ich, dass er heute natürlich auch angespannt war wie alle anderen. Ich würde es jetzt nicht so hypen. Ja, er hat heute Gas gegeben und das war das oberste Prinzip. Und jetzt lassen wir den Jungen trotzdem erstmal wieder durchatmen und schauen wir, dass wir ihn für Samstag wieder in die Spur kriegen. Nico Gelev von der Bild fragt, wie war denn heute die Begrüßung mit Herrn Oral? Es gab ja auch das ein oder andere Wortgefecht während der 90 Minuten. Ich lese nur vor, was hier steht. Naja, wenn ich antworten darf, Thomas. Ja klar, natürlich. Also, ich ist doch alles in Ordnung. Wir wollen doch alle gewinnen. Wir sind ja wenigstens Typen. Ja. Wir wollen ja wenigstens auch mal fetzen. Das gehört auch dazu. Der eine auf seine Art, der andere so. Ich habe da kein Problem damit. Ja, wenn wir danach uns wieder die Hand geben, das machen wir. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe höchsten Respekt vor seiner Arbeit, die er da macht. Und ich finde, damit ist alles gesagt. Und trotzdem können wir uns am Samstag wieder bekriegen, können wir uns beschimpfen, alles gut. Und danach kann man sich doch die Hand geben. Also es gehört zum Fußball dazu und das ist für mich elementar. Und genau sowas darf uns nicht verloren gehen. Thomas, willst du noch was sagen? Ja, wir haben natürlich vor dem Spiel schon gesprochen. Ihr habt es ja, natürlich bin ich ein bisschen auch, habe ich mich nicht so ausgedrückt, wie ich es vielleicht wollte. Aber ich habe das auf dem gesamten Club gemeint. Und ich habe es Micha auch vorhin vor dem Spiel gesagt. Aber das, was während dem Spiel ist, ist es normal, jeder versucht für seine Vereinsfarben das Optimale rauszuholen und danach ist es auch gut, solange es nicht unter die Gürtellinie geht. Und es war einfach, ja, so gehört es sich einfach auch im Sport, dass wir trotzdem alles für unsere Mannschaften und für unseren Verein tun. Sehr gut. Julian Schulz vom Donaukurier, eine Frage an Thomas Oral. Wie groß ist die Resignation nach diesem Auftritt deiner Mannschaft? Es wäre zu einfach, die Leistung nur auf die fehlende Frische zurückzuführen, oder? Wie erklärst du dir den zurückhaltenden Auftritt deiner Mannschaft und wie willst du das Team bis Samstag wieder aufbauen? Ja, dass wir nicht die fehlende Frische beklagen, das haben wir von Anfang an nicht gemacht. Wir haben natürlich schon ein Mega-Pensum hinter uns, aber man konnte aufgrund der zweiten Halbzeit schon sehen, dass die Mannschaft topfit ist, dass sie sich vielleicht in den ersten Minuten, ja, bisschen überrascht war, möchte ich nicht sagen, aber die Nürnberger haben natürlich schon ihre Qualität, die sie ja zweifelsohne haben. Die Zielsetzung war ja auch vor der Saison eine andere auf den Platz gebracht heute in gewissen Phasen und wir resignieren nicht, wir müssen uns nur schütteln, wir müssen morgen vernünftig mit der Niederlage umgehen und das Ganze sauber analysieren, dass wir am Samstag dann auch in Vollbesitz der Kräfte und mit der Frische, die wir auch in den letzten Wochen immer wieder hinbekommen haben, nochmal zurückschlagen können, wenn es möglich ist. Nico Gillef von der Bild fragt dich, Michael, war die Personalie Dovedan nur ein Bluff? Die zweite Frage nach der Leistung von Fabian Nürnberger hattest du ja schon beantwortet. Nein, aber ich habe nur die Aussage getätigt, dass ich den Nico Dovedan definitiv auf der 10 sehe oder als hängende Spitze. Mehr habe ich ja nicht dazugefügt. Ich hatte ja mit dem Nico heute vor dem Spiel noch ein Gespräch, ihm auch erklärt, dass eine Relegation ja über mehrere Teile läuft und dass ich je nach Spielverlauf glaube, dass wir natürlich da noch eine gewaltige Waffe in der Hinterhand haben. Dass das Spiel heute so gelaufen ist, dass ich mich dann entschieden habe, nicht in der Art zu wechseln. Okay, anderes Thema. Aber dafür sind wir jetzt alle Profis. Ja, das muss auch der Nico irgendwo für sich verkraften. Und wir haben jetzt noch ein zweites Spiel. Und das, wenn jeder versteht, dann werden wir mit Sicherheit gute Chancen haben. Wenn wir nichts verstehen oder fangen irgendwo
sowas zum Thema zu machen, habe ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf und werde ich auch keine Energie verschwenden. Wir werden jeden brauchen. Spätestens morgen früh werden schon die ersten Rückmeldungen kommen. Herr Randelshofer an Thomas Oral, Sie haben erst in der 85. Minute den zweiten Wechsel vollzogen. Warum haben Sie so spät gewechselt? Ja, weil ich eigentlich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, dass wir immer wieder auch in Situationen waren, wo wir am Drücker waren. Ja, wir haben im letzten Drittel dann doch nicht die Durchschlagskraft gehabt, aber ich hatte da nicht das Gefühl, dass ich wechseln muss. Und die letzte Frage des Abends geht ebenfalls an Thomas Oral. Warum wurden so viele hohe Bälle gespielt, obwohl mit Stefan Kutschke der Zielspieler in der Box gefehlt hat? Weil der Gegner versucht hat, immer wieder ins Pressing zu gehen und auch teilweise ins Gegenpressing zu gehen. Und da blieb uns manchmal gar nichts anderes übrig, außer als den Ball dann doch über die letzte Kette bzw. zu den Stürmern zu spielen, weil wir gerade in der ersten Halbzeit sehr viele Bälle da verloren hatten. Dann sage ich vielen Dank an beide Trainer, euch vielen Dank für die Fragen, den anderen allen vielen Dank fürs Zuschauen und dann wünschen wir euch einen schönen Restabend und unseren Gästen natürlich einen schnellen Weg zurück nach Ingolstadt. Danke. Bis bald. Ciao.